Hallo Leute, hier ist eure Frau Zimmi und ich lasse die alte Kategorie Wisst ihr, was scheiße ist, wieder auferleben. Ja, ich hatte schon lange vor, mal wieder diese Kategorie ins Gedächtnis zu rufen. Eigentlich thematisiert diese schlechte oder beschissene Videospiele. Aber wie ihr ja wisst, die meisten von euch zumindest, ich hatte vor etwas über eine Woche Geburtstag und bin stolze 31 Jahre alt geworden. Ja, das ist zwar auch scheiße, aber ich möchte ein bisschen in diesem kurzen Video ein bisschen off-topic der Gaming-Sache gehen. Ich bin ein Kind der 80er und ich denke mal, die einen oder anderen können da mitfühlen, dass man früher ja immer, gerade zu Weihnachten zum Beispiel, Geschenke unter dem Baum gefunden hat, welche riesengroß waren und ihr dachtet, geil, da ist das neue Lego-Piratenschiff drin oder Playmobil oder eine Spielekonsole oder whatever. Ihr wolltet dieses Riesengeschenk am liebsten gleich aufmachen und wissen, was drin ist. Ihr nehmt also dieses Geschenk zu euch und fühlt, es ist schon so ekelhaft weich und ihr wisst genau, was auf euch zukommt. Es ist nicht der gewünschte Inhalt da drin, sondern was ganz anderes und ihr schiebt es erstmal beiseite, weil die Freunde oder Familie oder Bekannten sitzen natürlich im Kreis um euch herum und beobachten euch, wie ihr als kleiner Stöpsel die Geschenke auspackt. Ja, dann holt man doch letztendlich dieses Paket doch raus und man wusste ja, weil es ja weich war, oh mein Gott, da drin ist jetzt Omas selbstgestrickter Pulli, der tierisch kratzt und ihr müsst es den ganzen Winter lang tragen. Aber das Allerschlimmste daran ist, ihr bekommt was geschenkt und ihr müsst so tun, als freut ihr euch, ja? Und das geht mir heute, selbst heute nicht anders, ja? Leute, zu Geburtstagen ist das doch eigentlich so, man kriegt doch Geschenke von Leuten, die einen bestenfalls mögen und die sich irgendwie einen Kopf machen, was du für ein Typ Mensch bist, was du gerne magst, was du gebrauchen könntest. Oder, ja, die machen sich einfach Gedanken, womit sie dir einfach eine Freude machen können. Ja, auf der Arbeit sieht das leider ein bisschen anders aus. Und deswegen möchte ich in diesem Video mich selbst therapieren und mir ein bisschen Luft machen. Ihr werdet das wahrscheinlich auch kennen. Sagen wir mal so, ihr wisst ja alle oder die meisten wissen, ich bin Finanzbuchhalter. Was schenkt man einem Finanzbuchhalter? Hey, ich hab die Idee. Einen Stiftehalter. Könnt ihr das Ding sehen? Erstmal ist es oberhässlich und es ist noch nicht mal aus Glas, sondern aus Plastik. Das ist ja nicht so, als hätte ich schon drei Stiftehalter, einen auf der Arbeit und einen, ja, mitgenommen von der Arbeit, 5-Finger-Rabatt mäßig daheim. Nein, ich habe zum Geburtstag nicht nur einen Stiftehalter geschenkt bekommen, sondern ganze drei Stück. Leute, denkt ihr, schreibe viel oder ich weiß nicht, warum ihr mir einen Stiftehalter schenkt oder diese besagte Kollegin. Aber seht ihr das? Vielleicht seht ihr das sogar von oben, ja? Dieser Stiftehalter hat sogar Staub angesetzt. Ich vermute nochmal, dass der noch nicht mal gekauft worden ist, sondern einfach nur von daheim mitgenommen, weil einem ja nichts Besseres einfällt und die Zimi hat Kuchen mitgebracht, da muss ich ihr doch irgendeine Scheiße schenken, ja? Was soll ich mit einem Stiftehalter? Wenn ich mich hier so umgucke, ich habe schon einen Stiftehalter. Ja, okay, es ist ein umfunktioniertes Atari-Glas, aber ja, ihr seht da schon, da ist da ein Eck abgeplatzt und deswegen wurde dies umfunktioniert, weil wenn ich mir sonst beim Trinken das Maul aufschneide, das wäre weniger schön und gibt rote Flecken. Aber egal, was kann ich in diesem tollen Stiftehalter machen? Stifte zum Beispiel. Oder lauter anderen unnützen Scheiß, den man nicht in die Schublade räumen möchte. Was ich damit noch machen kann, zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich noch so ein tolles Geschenk von einem Kollegen bekommen, ja? Ich fülle es jetzt einfach mal für euch momentan nicht sichtlich ein. So. An, was es ist, ja? Es sind Steine. Steine. Was soll ich mit Steinen, habe ich mich gefragt, ja?
Ich würde so einen Scheiß noch nicht mal als Deko irgendwie in die Wohnung stellen, außer die Katzen spielen vielleicht ein bisschen damit, aber das ist halt so mit Steinen, wenn man mal Hunger hat zwischendurch, kann man so einen Stein auch prima essen. Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Steine nicht nur scheiße aussehen und scheiße schmecken, sondern auch angeblich essbar sein sollen. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Ich stelle es vielleicht einfach auf den Tisch, um Freunde zu trollen. Die können das dann essen, weil es bei mir ja nichts anderes zu essen gibt. Und außerdem muss ich ja auf meine Linie achten. Und, ja, so viel zu dem Geschenk. Aber ich wollte euch eigentlich ein richtiges Geschenke-Highlight präsentieren. Okay, Leute, ich halte es jetzt in die Kamera. Werde kurz mal nichts dazu sagen, damit ihr Interpretationsspielraum habt. Na, was soll das wohl sein? Das dachte ich ungefähr auch, als ich das gekriegt habe. Es ist nicht nur eine Plastikblume. Diese Blume kann auch etwas. Ich halte es mal näher an die Kamera, ja, damit ihr das auch seht, ja. Und zwar, diese Blume kann ich nicht nur aus diesem wunderhübschen, tollen Ständer rausnehmen. Nein, diese Blume ist ein Feuerzeug. Wirklich wahr. Dieses Ding hier ist ein verdammtes Feuerzeug. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ganz im Ernst, ja? Ich meine, es ist hässlich, unpraktisch und einfach scheiße. Was soll ich mit dem Ding machen, ja? Also mein Blick war ungefähr so. Ja? Und das ist wieder dieses Ding, muss ich mich jetzt freuen. Derjenige war schon voll so mir gegenüber, so als hätte er mir jetzt was ganz Tolles geschenkt. Ja, lieben Gruß an meinen Chef, by the way. Er hat es im Endeffekt echt nur aus Spaß gemeint, zu seinem Glück. Ich habe echt gedacht, oh, jetzt komme ich in die peinliche Lage, wo ich lügen muss und sagen muss, boah, das ist so geil. Das ist so abgefahren. Das ist einfach so schweinegeil. So ein Feuerzeug habe ich mir schon immer gewünscht, ja. Aber stellt euch doch mal vor, hier so, ne? So einfach so eine Küppe anzuzünden, ja? So. Rauchen ist scheiße, by the way. Und ich sehe gerade, wieso sagt mir das keiner, dass ich diese Rotze von den Steinen noch auf den Schultern habe. Also, ich stelle mir das cool vor, ja? Wenn dann so Freunde bei euch sind, so, ey, brauchst du Feuer? Oder so in Discos, so für die kleine Damenhandtasche, die ich nicht besitze, so ein Monstrum drin zu haben. Und dann so kommt dann irgendwie euer Traumpartner angestapft und sagt, ey, hast du mal Feuer? Und ihr kommt dann mit dem Ding. Na klar! Nee, ganz im Ernst, Leute. Was soll man zu so einer Scheiße sagen? Mir geht's jetzt wieder ein bisschen besser. Ich habe mich aufgeregt. Und das Geschenk ist kaputt. In diesem Sinne, wisst ihr, was Scheiße sind? Ungewollte Geburtstagsgeschenke sind Scheiße. Erzählt mir doch mal eure Erfahrungen als Kind oder im jetzigen Zeitalter, ja, was ihr geschenkt bekommen habt, was ihr richtig scheiße gefunden habt, wo ihr euch da auch irgendwie besonders verhalten musstet, wie benehmt ihr euch, wenn ihr was geschenkt bekommt, was richtig scheiße ist. Seid ihr aus Anstand nett und sagt lieb Danke und verstaut es irgendwo in den letzten Eck oder sowas, ja, oder, sagt ihr den Leuten die Meinung, die ehrliche Meinung, oder kündigt ihr denen die Freundschaft? Keine Ahnung. By the way, habe ich schon erwähnt, ich glaube, ich habe es erwähnt. Ich habe 3 Stiftehalter zum Geburtstag geschenkt bekommen. 3 Stück? Ja? Und das Ding konnte ich noch nicht mal in der Firma wegwerfen, ja? Weil die Putzfrau das wahrscheinlich noch aus dem Müll gefischt hätte. Und,
Oder die Arbeitskollegin das gesehen hätte, dass ich es in den Müll geworfen habe, habe ich gesagt, komm, Simi, nimmst es mit heim, da kannst du es auch in den gelben Sack werfen. In diesem Sinne, das war eure Frau Simi mit Rotze an der Schulter. Ich mach mich jetzt ab, esse ein paar Steine und ja, macht's gut. Hast du Feuer? Was denkt ihr, was dieses Piece of Crap gekostet hat? Nicht 1 Euro, nicht 2 Euro? Ja, ich habe auch gedacht, das kostet bestimmt 1 Euro in Rudis Resterampe. Aber nein, das Ding hat verdammte 17,95 gekostet!